Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit Magiebuch der Prophezeiung gegen Das Herz des Himmels mit Purpurwolken. Die Wolken, diesen Purpur. Ja. Du darfst da anfangen. Vielleicht habe ich ja Glück und kann in deinem Zug fusionieren. Warum möchtest du in meinem Zug fusionieren? Einfach so. Und falls ich kein Glück habe, kriege ich wenigstens noch eine extra Handkarte. Ah ja, ich habe Pech gehabt. Ich habe nur Kuscheltiere, ich brauche Kobolde. Du brauchst das ist Kobolde. Gut für dich. Das ist du brauchst keine Kobolde, du brauchst N-Kobold. Ich habe Erde und ich habe Wasser. Okay, aktivieren wir erstmal den großen Magiewuchturm. Cool. Und dann beschwören wir einen Sternenzieher. Und setzen diese Karte. Und dann drücken wir auf Endphase. Will, du hast viel geschafft. Das einzige Magiebuch, was du ziehst, der freaking Turm ist. Ey, das ist doch echt Bullshit, Mann. So. Hier, schau mal. Ich muss eigentlich noch angeln. Noch viermal angeln. Dann ist die Quest erledigt. Dann kommt der nächste. Ne, warte, was? Achso, oder? Ah, okay, das ist die, die ich vorhin auch mal benutzt habe, stimmt. Was ist denn das? Da kommt der Herr einfach mit einem 300 ATK Hasen um die Ecke. Oh nein, und ich kann dagegen ja gar nichts machen. Ich hätte auch so nichts gegen machen können, oder? Das Target. Was ist der mit Attribut ist das, oder? Sein Monster mit derselben Eigenschaft. Welche Eigenschaft war denn jetzt? Also Erde. Beide hatten Erde. Das hätte ich theoretisch umändern können, aber ich hätte es wissen müssen, bevor du die Karte aktiviert hast, was ein bisschen doof ist. Ah, wie hättest du das? Was? Wie kannst du Typen ändern? Aber cool, eure Eigenschaft. Ich habe da meine Wege, weißt du? Ich habe da meine Wege. Ja, schlag mich nur. Ey, ich habe so schlecht gezogen, dass das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, zweimal Super Polywasten war. Kannst du dir das vorstellen, Mann? Hä? Was? Du hast sogar eins abgeworfen, der läuft. Ja. Hattest kein besseres Target zum Abwerfen. Na, kommt drauf an. Vielleicht, vielleicht nicht. Okay, wähle ein... In deinem Friedhof macht das Sinn. 7 braucht 2 Tribute, das hilft mir also nicht. Du warst auch kein Empfänger oder so. Ne, du bist ja nur so ein Exit-Ding. Warte mal. Mit derselben Stufe wie das. Ach so, okay. Das ist doch dumm. 1600, ich komme nicht über dich drüber. Gott sei Dank. Das ist irgendwie doof. Ich kann mir damit das holen, das bringt mir aber rein gar nichts. Und das hätte 0. Das ist also auch nicht. Ich kann dann auch nicht tributen. Weil ich krieg nicht zwei Monster aufs Feld. Außer wenn ich den irgendwie wegkriege, aber. Alles ist auch nichts, dann habe ich ja kein Goal mehr, quasi. Okay, egal, dann greif mich einfach direkt an. Okay, wenn du meinst. Komm schon, Herz der Karten. Was für Herzen, was... Gibt keine Herzen für dich. Okay. Was will denn der jetzt auf dem Feld?
an der Hand. Noch einer. In deinem Friedhof. Wie wär's denn mit Nein? Du durchkreuzt meine Pläne. Ich misch dir auch die Superpoli rein, auch wenn mir das leichte Angst macht, aber ich will nicht meine Karte reinmischen. Ja, ich durchkreuze deine Pläne, das ist mein Plan, weißt du? Mein Plan ist, Pläne zu durchkreuzen, so schaut's aus. Ich hab 3 Wassermonster. Wassermonster? Ja, wenn ich da drauf gehe, steht da Wasser. Wie nennst du das denn? Aqua? Ja, ich doch nichts dafür, wenn da die im Deutschen Wasser sagen. Ja, Aqua ist, glaube ich, eigentlich auch ein Attribut oder was anderes gewesen. Jetzt, naja, komm, kannst du eigentlich was tun oder so? Mich rein. Ich habe nur Pinguin gespielt, damit ich Octopus krieg für den extra Damage. Weil ich glaube, ich muss dich komplett ohne Fusion besiegen. Ach so, du wolltest den Endkobold dir da nicht auf die Hand oder das dir auf die Hand geben. Ja, wollte ich den auf der Hand haben. Weil ich habe einen Kobold gezogen und mit dem Kuscheltier vom Friedhof, den du mir jetzt weggenommen hast, hätte ich halt easy fusionieren können, selbst wenn du die beiden auf dem Feld tötest. Aber so, ja. Ich meine, noch ist es egal. So läuft das. Und jetzt brauche ich irgendwas, dass ich nicht die ganze Zeit die Fresse kriege. Ja. Hilft das? Wähle ein XYZ-Monster. Wenn ich eins beschwören könnte, dann würde ich das gerne tun. Ich mag die Arena, die du da hast. Da schwebt so ein komisches Ding neben meinem Igel. Keine Ahnung, was es ist. Das gehört zu dem Magiebuch, ja, scheinbar. Ist das dasselbe Ding, was auf dem Turm? Ja, guck mal, bei dem Turm hängt die auch ab. Das ist doch alles so dumm. Ich könnte, ja, mein Gott, das ist anscheinend das Einzige, was ich tun kann. Komm her. Ja gut, dann machen wir den weg. Und dann machen wir Endphase. Ich kann den nicht mal abwerfen, damit ich damit vielleicht was machen könnte. Alles ein bisschen schön. Okay, du greifst jetzt wahrscheinlich. Ja, irgendwie habe ich das vermutet. 300. Das überlebe ich nicht. Du musst was tun. Ja. Ich wollte die vielleicht auch irgendwie sinnvoll nutzen, aber dann halt nicht. Gott sei Dank. Damit ich deine Fusion verhindern kann, weil das ist ein anderes Attribut. Ich weiß zwar jetzt nicht, was ich jetzt noch ziehen soll, dass mir hilft, aber naja, gut. Ja, du bist es nicht. Auch wenn du mir vorhin vielleicht sogar helfen hättest, wenn du mal da gewesen wärst. Ich glaube, dass es jetzt nichts mehr gibt, was dir helfen kann. Jetzt aktiviert der einfach. Da fusioniert der einfach in meinem Zug. Eine grausame Wahl. Ja, die Falle hat viel gebracht. Ich
Ich habe nicht mal gesehen, dass du das angeklickt hast. Mainphase fortfahren, vielleicht? Ich weiß noch nicht wie. Hätte ich mal Magiebücher gezogen. Die Karte in meiner Hand kann ich beschwören, wenn ich drei in der Hand hätte. Die ich vorzeigen kann. Ich habe nur den Turm gezogen. Und dann dieses andere Wunder, was mich gar nicht nutzen kann. Das ist alles doof. Ich habe Schreckensfelsfusion gezogen und jetzt gerade Necrofusion, also mir geht's gut. Aber ist jetzt eh wurscht. War das jetzt das erste erst? Ja, natürlich war das das erste. Bescheider. Ja, habe auch echt schlecht gezogen. Du zwar auch, aber naja. Ich weiß nicht, ob man mit dem Deck gut ziehen kann. Ja, das ist schwer zu sagen. Wenn ich eine Handvoller Magiebücher habe? Lustig bei mir beschwert, dass ich die ersten Monster Duelle mit dem Deck kein einziges Mal Exceed geschafft habe, aber du hast es bisher selbst nicht geschafft. Ja, ich ziehe da irgendwie nicht so gut. Wenn du mein schönes Exceed-Material zerstörst. Ja gut, ist eben so. Ach ja. Ja, den kann man für 5er Exceed benutzen, hast du mir gesagt. Mhm. Okay, So, jetzt brauche ich Kuscheltiere. Okay, ja. Jedes Mal, wenn eine auf diese Karte. Die ganze. Dessen Stufe. Den Marken quasi. Ach so. Also das sind teuer dann, aber. Okay. Ich tue erstmal ein Exempel statuieren, ja. Okay, cool. Ist aber nicht ganz richtig eigentlich. Exemplar. Ach, keine Ahnung. Oh mein Gott. Warte, hab ich ein. Nein, wir haben keinen 4er Exceed. Nur 5 und 7. Sorry. Was mache ich denn dann mit mehreren 4er Monstern? Da verstehe ich das eine 4er-Monster kann sich ja zu einem 5er machen. Und wieder ein anderes kann auch Stufen verändern. Ich meine, ich collect den da, falls ich gerade das schon mal gebe. Ich habe schon eine. Boah, keine Ahnung. Ob das Sinn ergibt, ich weiß es doch nicht. Musst du mit all diesen Spielen machen? Alle 4 gleich? Ah, so, was ist das? So, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ich mach's jetzt einfach. Ah, du hast die sogar, die sich auf 5 ändern. Oh. Die kann nicht nur sich selbst auf 5 ändern, sondern andere auch. Wovon redest du? Das Monster, das du gerade verschwendet hast. Du kannst deine Magie. Ach so! Ich dachte, es ist zu recyceln! Mir ging's gar nicht in die Fußgeil, dass da noch mehr steht! So, ja, das ist halt der Witz. Hättest was du zwei suchen Stück wir uns? Gehabt, wir suchen uns die Suchkarte. Dann suchen wir uns. Ja, was ist gut außer die Suchkarte? Ich habe keine Magiebücher weder. Ich habe keine Magiebücher im Friedhof. Ja, das ist doof. Hast du keine Magiebuch-Zauberkarte? Deine Friedhofszeit, drei Magiebuch-Zauberkarte mit unterschiedlichen Namen von einem Deck vor. Ja, perfekt, nehmen wir die. Das ist ja dann auch ein Search. Und dann ist wirklich die Frage, welche ich eigentlich wirklich wähle. Dabei kriege ich nochmal 2 Dwarfs. Und du kannst Level 5 einfach so ohne Tribut beschwören, auch nicht schlecht. Die Karte hilft. Komische Vasa, sehr. Oder nehmen wir. Ne, die ist keine schnelle. Ich möchte irgendwas, was ich da vielleicht. Zauberfallen. Effekte. Falls du. Monster von dem Hexer. Von der Friede verbannen. Ja. Okay, keine Ahnung, nehmen wir die.
Gucken wir mal, welche ich kriege. Okay, gut, dann wird nicht weiter aktiv. Interessant, machen wir aber später. Setzen wir den da und machen Endphase. Und dann gucken wir mal, was du machst. Nicht so viel, tatsächlich. So, was sagt er mit Block Randomizer? Oh, den hatte ich auch noch nicht. Also mal, dass das noch vermehrt wird. Okay, war nicht ganz so viele Blöcke. Okay. Ey, unglaublich. Du bist ja vom Typ Finsternis. Ich wiederhole, ich hatte das gar nicht vor, bis es gerade angefangen hat zu leuchten. Sonst hätte ich dich einfach so besiegt. Aber das ist natürlich witziger. Ja, mein Monster wegfusionieren. Ja. Ich deinen mach's. Komischen Schlammdrachen. Hauptsache ich kriege einen Counter. Cool. Dann kann ich die Karte auch gerne mal aktivieren. Naja. Los, gib mir eine gute Karte. Irgendwas Gutes. Ich habe keinen Hexer auf dem Feld. Hallo? Okay, egal. Dann bringen wir halt einen auf dem Feld. Smart. Wird der dadurch auch stärker? Nicht, oder? Der eine kann ja Stufen ändern, aber der wird ja dadurch nicht stärker, oder? Oder? Die 500 ATK sind doch auch da. Okay, gut, dann nehmen wir den. Oh, scheiße. So, komm her. Ja, Moment, ich habe da noch was zu sagen. Wie, du hast da noch was zu sagen? Was willst ja. du zu sagen haben? Ich glaube nicht, dass das eine Relevanz hat, aber okay. Wenn ich noch einen Super Poly hätte, hätte das verdammt viel Relevanz gehabt. Abgesehen davon, dass der Schlammdrache nur einmal im Deck ist. Warte mal. Bis zu 3. Oh nee. Oh mein Gott, Magiebuch der Meister. Warum muss ich noch ein anderes Magiebuch in der Hand haben? Das liegt auf dem Feld, Mann! Das ist gemein. Ja, scheiße, dann kann ich nicht weitermachen. Du hast keins im Friedhof, stimmt. Oh Gott sei Dank, das heißt, ich rette mein Monster. Kann nichts aktivieren und so. Ja, du rettest nicht dein Monster, du zerstörst meins! Das ist das Problem. Dennis, mir geht's so schlecht, dass ich das jetzt machen muss. Dir geht's überhaupt nicht schlecht. Warum ist Monster Reborn denn schlecht? Also, mal klar, okay, Tagesdehn, aber... Bringt er dir was? Kannst du den nutzen? Nein. Aber ich habe nichts. Wieso hast du... Du hast einen 1100er da liegen. Ja, okay. Aber abgesehen davon habe ich nichts. Ich weiß gar nicht, warum das überhaupt... Ich verstehe nicht mal, warum du das gemacht hast. Damit du mir mehr Schaden drücken kannst? Ja. Das war es, glaube ich, nicht wert. Das lass mal meine Sorge sein. Ja, du bist da. Ich brauche ein Kuscheltier, in diesem. Du brauchst Welt. Überhaupt nichts. Doch, ich brauche ein Kuscheltier. Nein! Einfach nein. Wo sind all diese Duelle, so, wo ich immer einen Hund gezogen habe? Gib mir gefälligst mein Pendelmonster. Wie bitte? Schreibt er sich jetzt? Genau, gib mir mein Pendelmonster. Ach, der ist nicht stark. So, genug. Auf in die Scale damit. Ja, du zählst auch. Warum kann ich nicht... Warte, du bist genau Stufe 3, deswegen kann ich nicht pendeln. Als du in diesem Spiel so bereits ein Magiebuch-Zauberkarte aktiviert hast, du kannst diese Karte... Also, okay. Kann ich das hinbekommen? Ich glaube nicht, das ist das Problem. Ja, weil ich immer noch kein Magiebuch aktivieren kann. Ja.
Das ist kacke. Und ich ziehe nichts, was stark genug ist, um irgendwie auszukommen. Der wäre okay, wenn ich Magiebuch aktivieren könnte. Kann ja aber nicht. 900. 2900. Der wäre sogar Empfänger. Ja, was hätte ich gebracht, wenn ich kein zwei Monster aufs Feld kriege? Könnte ich damit machen können. Ah, der war ein Level ist andere. Würde also so sogar gehen. Ich muss ja irgendwie zwei auf Feld kriegen. Ja, überleg dir, was du nächsten Zug machst. Kleiner Scherz. Weiß. Ja. Gibt keinen mehr. Ja, genau, das ist ja der Scheiß. 2-0 ohne Kuscheltier. Wieso ohne Kuscheltier? Jetzt, wenn ich du nie kein... ein Kuscheltier beschworen hast. In diesem Duell nicht, im ersten schon. Deine Schreckenspelze sind auch Kuscheltiere. Ich habe im ersten Duell habe ich zwei Kuscheltiere und einen Schreckenspelz gespielt. Im zweiten Duell habe ich nichts davon gespielt. Was ist daran? Was ist das Monster, was du im ersten Zug gespielt hast? Ein Kuscheltier. Es ist aber ein Schreckenspelz. Nein, Schreckenspelzen sind nur Fusionsmonster. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da Schreckenspelz im Namen stand. Du redest von dem Enkobold, der halt die ATK kopieren kann von Schreckenspelzkarten. Was? Nein! Hä? Ja, vielleicht heißt er sogar Schreckenskobold, kann sein. Aber es ist kein Schreckenspelz. Ich rede von dem Monster, was du ganz am Anfang gespielt hast und dann ja, im Friedhof lag. Den 1300er da und den habe ich gerade nicht, sonst könnte ich dir vorlesen. Okay, weg mit dir. Ah, leider auch weg mit dir. Mist. Hier. Komm damit klar. Oh, mit Ziel. Der Schreckensploiden-Kobold oder wie auch immer der sich nennt. Ist kein Schreckenspelz. Doch. Nein, weil nur die Fusionsmonster Schreckenspelz heißt. Nein. Okay, das. Ich hab nur Enkobold gespielt. Ist vielleicht. Und deine du bist echt nicht so gut auf der Starter, aber gut. Kann ich. Wann er einen Hexer von der Priest. Ich glaube, ich kann das nicht mal gescheit besorgen, das ist alles dumm. Okay, erstmal du. Ich kann eine Zauberkarte aktivieren. Das würde gehen. Gut zu wissen. Verbanne ein Monster von Typ Hexer vom Friedhof. Das würde nicht gehen. Ich habe keinen auf dem Friedhof. Du würdest nicht gehen, weil du 5 oder mehr Magiebücher brauchst im Friedhof. Okay. Was könnt ihr alles? Du suchst mir ein anderes Magiebuch. Könnte ich machen, wenn ich mehr Magiebücher im Friedhof haben will. Was vielleicht nicht die dümmste Idee ist. Oder falls du keine Magiebücher an deinen Friedhof hast, zeige 3 Magiebücher mit unterschiedlichen Namen von deinem Deck vor. Achso. Damit kriege ich quasi noch eine weitere Karte. Und habe dann eine. Ja, okay, nehmen wir die. Ich habe ja keine in meinem Friedhof, also kann ich sie nutzen. Okay. Urteil bringt mir gerade wahrscheinlich nicht so viel. Dann natürlich das Magiebuch, was Magiebücher sucht, denke ich mal. Theoretisch könnte ich den ATK-Boost auch nehmen. Das sind die zwei, die ich immer auswählen nicht so würde. Viel. Von der Friede verbannen, aber so viel habe ich da nicht drinne. Hm. Der Turm bringt mir gerade auch nicht so viel, weil da nichts drin ist. Du kannst 10 Marken sammeln, aber ich kann keine weiteren Magiebücher aktivieren. Das gilt nur für Magiebücher und nicht generell für Zauberkarten.
Achso, das ist die, die quasi Effekte kopiert vom Friedhof. Aber da habe ich jetzt nichts drin, das ist ein bisschen blöd. Okay, dann nehmen wir den. Okay, wie immer nehme ich die mittlere. Okay, das war der Damage. Dich kann ich gar nicht aktivieren. Rüste nur ein Hexermonster mit dieser Karte aus. Bist du kein Hexer? Ein Hexer bist du. Natürlich ist er das. Hä? Wieso darfst du die nicht benutzen? Willst du mich verarschen? Rüste nur ein Hexermonster mit dieser Karte aus. Zählt 500 ATK. Oh, falls du wie geil. Was denn? Lies mal deine Bibliothek durch. In dem Spielzug kannst du keine anderen... Warte doch, du kannst nur Magiebuch-Zauber... Was? Die Karte ist kein Magiebuch. Magiebuch der Macht? Natürlich ist Magiebuch der mein Macht. Mein Gott, Alter, ich hab dir gerade nicht Magiebuch der Macht vorgelesen. Oh, ich dachte, die funktioniert nicht. Scheiße, jetzt hast du ja doch ein ATK-Buch. Aua. Ich werd nächste Runde wieder was wegschmeißen. Sure. Nein, nicht doch. Oh mein Gott, ich krieg noch was auf die Hand? Ja, ein Magiebuch. Was zur Hölle, Mann? Ja, dann könnte ich mir theoretisch nochmal was suchen und dann. Hol dir Ewigkeit. Was, Ewigkeit? Ja, ganz bestimmt. Beste Karte. Wähle einen deiner Verbannten. Hä? Ja, aber da ist doch keiner drin. Ich weiß nicht, was du jetzt damit erreichen willst. Ja, außer mich zu trollen. Ja, nur dich trollen. Dank diesem verwandten Karten, den kann ich jetzt gucken, welche du hast. Das ist sehr nice. Ich glaube, ja komm, wir holen uns eigentlich den hier. Eigentlich sollte dir die Sternenhalle, nein, den Kopierer, den. Ja. So, dann aktivieren wir ihn. Cool. Zum Glück hast du, seit du das Magiebuch spielst, ist heute schon das zweite Duell, noch nie die Sternenhalle gehabt. Schon schräg. Dass du kontrollierst. Ja, wenn ich das nicht aus der Sternhalle habe, ich meine, ich könnte es mir jetzt suchen, aber like, ich kann ja nicht mehr so viel danach aktivieren. Achso, das ist das, wo man Karten ziehen darf. Ja, ja komm, nehmen wir das. Dann geht mein Setup vielleicht endlich fertig, genau. Das sind dann drei. Dann aktivieren wir dich. Werfen Magiebuch des Lebens ab. Zieh nochmal zwei Karten nach. Und jetzt ziehe ich die. Da läuft. Falls du fünf oder mehr Magiebuchzauber in deinem Friedhof hast, grabe die obersten zwei Karten des Decks aus. Füge alle ausgegrabenen Magiebuchzauberkarten und Hand hinzu. Also ich müsste. Soll ich das jetzt noch aktivieren? Ja komm. Scheiß drauf, auch wenn ich mir da nicht so viel suchen kann. Magiebuch des Urteils! Ah. Hättest du die Sternenhalle gehabt, dann wärst du ja schon so krass drauf. Komm, mindestens eins. Ja, okay, dann halt nicht. Ja, darf ich mir zumindest jetzt eins suchen. Welche nehme ich denn gerne? Ich hab keine Verband. Wer ist denn die, die kopiert überhaupt? Ja, nur eine, ich habe nur eine aktivieren können. Oh. Die, die kopiert, weiß ich nicht mal mehr. Und sie kann, glaube ich, nur Verbannte kopieren. Okay, nehmen wir Schicksal. Oh, ich darf noch was aus Spezialbeschwörung beschwören. Ja, der ist Stufe 1. Wenn diese Karte vom Friedhof... Okay, passiert jetzt nicht. Großartig. Nein, warum? Oh, ist das Kacke. Werf ich gleich auf. Och, ein scheiß Kuscheltier. Gibt keine Kuscheltiere für dich. Und tschüss. Warum? Es ist alles weg. Alles ist weg. Los geht's. Ist ja nicht so, als hätte ich kein Monster. Gott. Nein. Aua. Das tat weh. Warum hast du das getan? Weil ich sonst nichts tun kann. Und das ist echt wasted. Also eigentlich schneide ich mir damit das eigene Knie. Warum habe ich überhaupt euch auf der Hand?
Den könnte ich sogar. Lol. Hast du einer? Ah, okay. Ich sehe schon. Du kannst Stufe 1. Ah, okay. Okay, ich denke, das macht Sinn. Also, machen wir... Ja, das macht Sinn, weil der hat ja sogar einen Effekt, wenn er auf den Friedhof geht. Ja, deinen möchte ich auch aktivieren, Mr. Sensenmann. Unfassbar, ich wollte das Deck spielen, um jemanden Platz zu machen. Und jetzt... Also, so schlecht. Ich werde nachher sowas von krass abgehen in diesem blöden... Wie nennt sich das Turnier nochmal? Duelist Cup. Weil mein ganzes Pech ist ja jetzt schon raus. Glaubst du wirklich, dass das so funktioniert? Habe ich noch ein paar Magiebuchkarten in der Hand? Nicht mega. Dass ich zwei Wins habe, ist ja eigentlich schon ein Wunder. Daran, stimmt, ich habe ja zweimal gewonnen. Oh. Naja, dann ist das Ganze doch nicht so wild. Und ich sag dir, ich habe jetzt gleich 5 Kobolde im Friedhof. Es sind nur noch eine Frage der Zeit, bis ich ein Kuscheltier ziehe. Auf die Hand nehmen, okay. Kann ich. Eine Fusion mehr brauche ich doch nicht. Ich könnte ihn. Ja, komm. Achso. Ich kann aber logischerweise nicht nochmal sammeln. Du kannst ein offenes Fantipexa, das du kontrollierst, außer diese Karte und ein Magiebuchkarte, auf jeden verbannen, um ein offenes Monster zu wählen. Achso, damit kann ich die Kontrolle übernehmen. Okay, interessant. Wir aktivieren jetzt mal dich. Warum leuchtest du eigentlich so? Kann ich dich sinnvoll benutzen? Warte mal. Wenn ich dich da reinlege. Kann ich sogar was machen. Wie genau funktioniert das? Du kannst eine Stufe von 1 bis 6 degradieren und dann 2 offene Monster wählen. Verringere die Stufe des einen Monsters. Die degradierte Zahl, falls ich es für die Stufe des anderen Monsters. Warte, das hilft nicht. Die sind 6 und 5. Ich kann den einen auf 6 machen, den anderen auf 5 machen. Oder? Ja, oder einen auf 7 und einen auf 4. Ich weiß ja nicht. Also helfen tust du dir nicht. Immer aktivieren tust du trotzdem mal, weil ich einfach mal austesten will. Ich wähle euch beide aus. Und dann sage ich... Ah, ich kann sogar sagen... Ja, okay, machen wir 5 Level. Ja, du wirst 5 Level niedriger, du wirst 5 Level höher. läuft. Hättest du dann nicht beide auf 7 holen? Achso, warte, einer muss verringert werden. Ja, okay. Einer wird erhöht, einer wird verringert. Also, das kann nie aufgehen, so. Ja. Ach, mein Gott, Alter. Ja, das gut. Hier, Zauberstab der Wunder. Großartig. Kannst du da haben. Überlebe ich das noch? Ja. Oh nein, er benutzt ein Magiebuch. Arsch mich doch. Ist das eigentlich überhaupt relevant, wenn ich verbanne? Ich weiß es nicht. Ich lebe noch. Warte mal. Du kannst beide Karten. Was? Du kannst beide auf den Friedhof legen. Was? Den Monster und die Karte? Ja, genau. Das würde, glaube ich, nicht so viel Sinn ergeben, aber gut. Du lebst noch, hast du gesagt. Mhm. Wohl oder übel, kann ich dich nicht noch weiter burn oder sowas. Ah ja. Es ist eigentlich fast unmöglich, dass ich jetzt was ziehe, womit ich was tun kann. Ich hätte ja gerne exiliert, aber leider ging es ja nicht. Leider hat das Level nicht so ganz hingehauen. Da hätte ich noch ein Magiebuch aktivieren können. In deinem Friedhof. Oh, wait, in deinem Friedhof. Und bist du zwei deiner Verbannten, die ich zaubern kann.
Lol. Magiebuch der Wunder ist ja noch unerreichbarer, weil erstmal ein Exil-Monster überhaupt gestorben sein muss. Ja, nice. Oh, das kam jetzt aber nicht so gut vor, was du gerade auf deine Hand genommen hast. Oh, das war ein letztes Mal, ja. Wahrscheinlich will man das so schnell. Ach man, dann. Du hast gewonnen. Hä? Warte mal, hast du den Harpienflitter nicht auf deine Hand genommen? Habe ich das falsch gesehen? Nein, ich habe ihn gezogen und weil es kein Kuscheltier gewesen ist, ist es auf den Friedhof gegangen. So wie Spielzeugspender immer funktioniert. Oh. Oh. Lol, jetzt kann ich ja. Selbst wenn ich ein Kuscheltier gezogen hätte. Hätte ich aber nicht fusionieren können, weil ich nur noch Poli auf der Hand hatte. Und um den Enkobold zu beschwören, habe ich ja meine Handkarte aufs Deck legen müssen. Das heißt, falls du mich diese Runde aus irgendeinem Grund nicht besiegen willst, ich ziehe nächste Runde Poli. Was mache ich gerade? Ich glaube, Effekt kopieren, oder? Weiß nicht, warum der jetzt stirbt, aber gut. Oh, ich habe gar keine Stufe 5er. Egal, nehmen wir den. Ich weiß nicht, was der macht. Ich drück einfach Knöpfe. Wähle bis zu 2. Ja, nehmen wir die da und nehmen wir. Kriegst du in die Hand. Ach so. Warte, welche kann ich dann aktivieren? Ha? Habe ich dann noch genug Magiebücher in der Friedhof? Ich glaube schon. Immer noch 5. Warte. Ja. Nee, jetzt sind es noch 4. Gleich sind es 5. Oh mein Gott, das ist irgendwie nicht, was ich wollte, aber egal. So. Ah gut, das war das dritte Duell. Bewerten nicht vergessen, ja. Tschüss.